Vom 29. Juni bis 1. Juli herrscht im Örtchen Hofkirchen an der Trattnach im wahrsten Sinne des Wortes der Ausnahmezustand. Die Blasmusikkapellen des ganzen Bezirks Grieskirchen hatten nämlich wieder mal richtig Bock auf das Musikhighlight des Jahres, das Bezirksmusikfest. 1998 haben wir schon ein Bezirksmusikfest gehabt und das ist aber schon eine große Anspannung, muss ich schon sagen. Natürlich ein großer Aufwand, das so ein Bezirksmusikfest umzusetzen. Man weiß, was bei so einem Musikfest grundsätzlich los ist und obwohl auch viel Arbeit zukommt, aber es ist schon wirklich dementsprechend die Vorfreude und es kribbelt eigentlich die ganze Zeit in einem. Ja. Für die Hofkirchner hieß das aber in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und sogar Jahren Vorbereitung, Vorbereitung und nochmal Vorbereitung. So ein Bezirksmusikfest ist nämlich jede Menge Arbeit, vor allem im Enzbaut. Also der reine Festaufbau haben ja wir das große Glück gehabt, dass wir das Fest schon am Freitag vorher aufgebaut haben. Da waren wir am Freitag auf die Nacht ziemlich fertig damit, am Samstag noch ein paar Kleinigkeiten. Und so richtig Wecker gestartet haben wir dann am Dienstag, wo es halt dann lang geht mit den kleinen Sachen. Es liegt da unzähliges an Kabel, Strom, was jetzt wirklich keiner sieht. Dort ein Kabel, da ein Kabel, auch der ganze Boden, damit man sollte der Wettergott nicht mitspielen, dass man da nicht im Dreck steht, ist überall Boden verlegt, dass wirklich unsere Gäste mit trockenen Schuhen nach Hause kommen. Neben den Marschwirtungen, dem Jugendkreativ und den Festakten, sorgte das gelungene Line-up im Festzelt für Partystimmung pur. Und das an allen drei Tagen. Ich bin auf Kirchner und natürlich geht man aufs eigene Festl. Egal ob Blasmusik, egal ob Fußball, egal ob Feuerwehr, man geht natürlich hin. Es ist eine Gaudi und eine Abwechslung in der Gegend. Und man muss einfach mal herschauen. Also das Feuerwerk, das war einfach sensationell. Also sowas erlebt man nicht gleich wieder einmal. Und die vielen Gastkapellen, das ist einfach alles interessant. Die Marschwertungen, da gehört man einfach dazu. Es ist eine große Ehre, es ist eine große Freude. Und einfach miteinander zu feiern, die Stimmung ist super. Was will man denn mehr? Also, alles richtig gemacht. Ja, danken möchte ich allen, die da mitgeholfen haben jetzt und ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Bezirksmusikfest bei uns in Hofkirchen und danke natürlich auch HT1 für die Kooperation. Und dem Markus gilt ein extrem großes Danke natürlich, hat auch immer auch in Stresssituationen dementsprechend den Überblick und ist wirklich ein Ruhepol, wo man sagt, okay, hinter dem Mann kannst du dich stellen, also da wird dementsprechend was ausgestrahlt und er mit seinem Team, also das sind wirklich die Leute, wo man wirklich Danke sagen muss und ja, wir können uns nur honorieren mit unserer Arbeit und dass wir tagkräftig sehr unterstützen, dementsprechend mitarbeiten. Und vor allem er hat es so richtig Bock auf Blasmusik, der Gustl. Ja, bei der Werbung sowieso und beim Aufbau war er auch immer dabei, der Gustl. Ohne Gustl geht derzeit gar nichts. Bock auf Blasmusik, Bock auf den Musikverein Hofkirchen an der Trattnach. Das war das Bezirksmusikfest 2018.